Wo ist die Kiste gerade? Ja, super. Hier zeigt kein Strahl nach oben, der einem sagt, wo die Kiste ist. Ist ja super. Ja, ich muss Munition finden. Ja, super. Wenn mir hier mal irgendwo eine Kiste wäre, wäre es schön. Und ich wette, wir laufen diesem Typen gleich direkt in die Arme, diesem komischen Astronauten. Es regt mich schon auf, dass der Typ hier irgendwo rumguckt die ganze Zeit. Das Geräusch war ja mal geil. Komm schon. Kann man das nicht nochmal machen? Oh, CZ-75, das ist geil. Wieso? Das ist eine super Waffe, Kollege. Tausendmal besser als der andere Scheiß, den du gezogen hast. Ah, Draganov, ich weiß nicht so richtig. Eigentlich eher nicht, ne? Aber hier ist eh keine Muni mehr drin. Dann muss ich schon wieder mit Sniper zocken. Und dann habe ich auch noch so ein grünes Visier irgendwie gerade. Das ist nicht unbedingt förderlich. Ach, ne Kommando. Ja, die lässt sich doch nehmen. So, vielleicht sollte ich auch noch Claymösen einstecken. Aber erstmal kriegst du einen Headshot. Naja, zwei. Wir sind ja makulant. Oh, scheint eigentlich so, dass ich heute vielleicht richtig weit komme. Aber ich brauche die Konzentration dafür auch irgendwie. Gerade. Sonst wird es ein bisschen mies. Gut, das Problem ist eigentlich nur die Munition, die uns eventuell gleich ein bisschen ausgehen sollte. Und es gibt einfach so viel Platz hier. Man kann. Ja, wenn man hier lang rennt, ist man eh tot. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Und das ist geil. Oh. Die Zombies haben ja wenig Chancen gegen uns. Solange sie uns nicht umzingeln. Denn dann ist man auch auf einer niedrigen Runde gefickt, sozusagen. Ach, irgendwie klappt das heute mit meinem Redefluss gar nicht so ganz. Ich wollte eigentlich so viel erzählen, aber. Ja, wir könnten eigentlich mal dazu zurückkommen, was ich davon halte, dass WhatsApp von Facebook aufgekauft wurde. Und zwar halte ich Folgendes davon. Ich finde es nicht gut, dass jegliche andere Möglichkeiten aufgekauft werden. Natürlich verstehe ich die Macher von Facebook, also die Leute, die da im Moment noch hinter sitzen, nicht unbedingt nur der Macher. Die verstehe ich sehr gut, dass sie WhatsApp aufkaufen, denn WhatsApp ist wirklich eine große Alternative zu Facebook geworden. Und es wäre ja doof, wenn denen dann das Geld dafür nicht in die Tasche fließt, sondern den anderen Leuten und also den Machern von WhatsApp. Und wenn sich das dann noch weiterziehen würde, dann würde vielleicht WhatsApp irgendwann noch Facebook überholen, weil es halt so einfach ist von der Handhabung her. Behaupte ich jetzt einfach mal. Für mich ist es das auf jeden Fall. Und dann würde das zum Ruin von Facebook führen. Und den haben sie natürlich mit ihren schlappen 19 Millionen, die sie da bürgern mussten, ordentlich weggeberstet. Und somit haben sie kein Problem mehr, jetzt den Markt sozusagen zu regieren, was soziale Netzwerke angeht. Ich meine, wer ist denn auf anderen sozialen Netzwerken als auf Facebook? Ja klar, YouTube hier kann man auch als soziales Netzwerk sehen, aber ist das jetzt wirklich eine Alternative zu Facebook? Nein, auf jeden Fall nicht. Man kann Leute auch anschreiben und so und Videos machen, aber keine Ahnung, das ist einfach komplett anders als auf Facebook. Also es bringt nichts. Versteht ihr? Es bringt nichts, auf YouTube so zu hantieren wie auf Facebook. Und ich höre die ganze Zeit irgendwie so eine Nuke oder so. Ich frage mich aber, wo das Scheißding ist. Ach, da oben. Habe ich noch nie gesehen, Leute. Tut mir echt leid. Ich habe auf der Map nicht oft gespielt und bin auch nicht weit gekommen. Das ist jetzt so das erste Mal, bei dem ich eigentlich richtig gut klarkomme. Weil ich einfach nicht die Zeit habe. Es tut mir leid. Sonst hätte ich euch die Map schon viel früher präsentiert. So. Ich hole mir jetzt übrigens wahrscheinlich Dingens. Ach nee, dafür brauche ich 4000. Ich wollte mir Eselstritt gleich holen. Den finden wir ja draußen. So, erstmal schön was platzieren. Gut. Ich verstehe jetzt gar nicht, was die da mit Omikron gerade gesagt. Aber okay. Müssen wir wohl noch ein paar Runden laufen und Punkte sammeln. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt immer in meinem Sinn ist. Und ich muss hier echt mal weg. Mist, ich habe mich jetzt in eine dumme Lage gebracht. Obwohl hier noch genug Platz ist zum Ausweichen. Und ich verstehe eigentlich auch gar nicht, warum man hier so hysterisch ist. Und warum ich den Helm übrigens die ganze Zeit auf hatte, das weiß ich auch nicht. Was ist das? Ach so, der Typ im Anzug. Ja gut, das ist kein Problem. Oh. Direkt dran vorbei. Ich glaube, wir laufen gerade ein bisschen auf den zu. Nicht so ganz toll. Und auch nicht sehr freundlich.
Watz, 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 Watz. Jetzt explodier doch, du Aslak. Du Aslak Penetration Warrior. Okay. Wird wohl nix. Ist das hier eine russische Bergbaustation oder was? Batruschka, Batruschka, Bergbaustation. Da hätte ich auch lang gekonnt, aber ist gerade nicht die bessere Möglichkeit gewesen. Ich sollte vielleicht mal schauen. Gut, ich kann ja hier lang. Jetzt höre ich es auf einmal nicht mehr. Komm schon, hops. Ja, 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 komm, hopp, nochmal. Hoch in die Lüfte, nein! Oh Mann, jetzt muss ich aber schnell hier weg. Von wo kommen die denn jetzt alle? Okay. Hätte ich vielleicht jetzt nicht machen müssen, aber war mal eine ganz witzige Idee. Und was ist das für ein Fleck? Och nee. Och nee. Muss ich erstmal den ganzen Zombies wieder vorbeirennen? Nee, 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 nee. Kommt her. Nein, doch nicht auf mich. Was mache ich denn jetzt? Erstmal wieder auf den Train ein bisschen draufballern. Ich frage mich eigentlich, warum ich gerade solche mächtigen Waffen habe und so pussyhaft durch die Gegend renne. Ich könnte so oft schießen, aber ich habe irgendwie gar keine Lust darauf die ganze Zeit. Ich will lieber ein bisschen meine Nüsse chillen. 5000 Punkte haben wir jetzt fast. Und für 3 gepunchte Waffen gleichzeitig gibt es ein Achievement. Todbringer. Oh. Das ist aber schön. Jetzt kann ich mir eine neue Waffe leisten. Sogar 2. Naja, sogar mehrere. Okay, den lasse ich mal am Leben. Kannst du vielleicht auch mal rennen, Kollege? Hallo. Also ich meine jetzt hier Richtofen. Kannst du mal bitte ein bisschen schneller gehen? Nützliches Perk können wir jetzt eh nicht kriegen. Also so ein Ding halt, so ein Extra. Perkpunkte erkunden. Unverständlich wie immer, aber egal. Gut. Ich werde mich mal nach draußen verpissen. Ah, Schutzzug. Schutzzug vor allen Dingen. Schutzanzug aktiviert, ja. Wird getan, Kollegin. Und hier draußen kann man auch Rape Trains laufen, allerdings ist das um einiges umständlicher. Und ich weiß nicht wirklich, ob sich das letzten Endes auch rentiert. Was ist in 30 Sekunden? Ich habe das nicht verstanden. Irgendwas mit Tunnel E und 30 Sekunden. Und ich habe gerade echt Schiss. Denn ich weiß nicht, was auf der Map hier vor sich gehen wird. In ein paar Sekunden. Ich kann fliegen! Ja, ich auch. Schau mal. Autsch. Nee, ging doch nicht. Und dieses Gequieke hier war echt witzig. Muss man mal sagen, nebenbei. Was wird jetzt passieren? Schutzanzug erforderlich. Ach so, hier ist offensichtlicherweise jetzt ein Schutzanzug, ja, vonnöten. Gut, gehen wir mal weiter. HS10 ist jetzt vielleicht nicht die beste Waffe. Heißt sie überhaupt? Ja, ich dachte, das wäre eine 5 damals. Aber jetzt bin ich sicher, dass es HS10 heißt. Beste. Na gut. Ab auf die Erde. Yeah. Jetzt erstmal überleben hier. So lange wie es geht. Komm schon. Beeil dich. Es muss doch gehen. Ah, Mist, ey. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier überleben kann. Die MP-Leute hier. MP-Yo, der Boss. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, meine Fresse, das war so ein Glück, dass wir das überlebt haben. Mehr Glück kann man eigentlich nicht haben. Ich habe da gerade noch was Seltsames gehört, deswegen habe ich mich so komisch umgeschaut. Oh, der letzte Zombie ist verreckt, das ist nicht toll. Jetzt müssen wir erstmal rennen, und zwar um unser Leben. Gut, was mache ich jetzt? Rennen! Am besten mit der HS10.
Irgendwie kommen gar keine Zombies. Oh oh. Sieht nicht gut aus. Zurück in die Gräberstation. Ja, der Doktor macht jupp jupp, springt hoch und so. Ah, es geht doch ohne Schutzanzug. Das ist schön. Nein! Ihr Wichser, ihr seid dran schuld. Ach so, war noch gar nicht die nächste Runde. Boah, das ist so eine verdammt komplizierte Map hier. Wenn ich sie verstehen würde, wäre ich glücklich. Gut. Nächste Runde gehen wir dann wieder auf Angriff und fliegen zur Erde. Aber vorher möchte ich erstmal die schwarzen Löcher bekommen. Und zwar aus der Kiste. Okay, das Ding ist schon kein Insta-Kill mehr. Das ist nicht toll. Es gab schon mal Sachen, die mich mehr erfreut haben. Beziehungsweise für mich erfreulicher gewesen sind. Das ist aber auch echt schwer hier zu überleben. Oh Gott, ist das schwer. Oh, ist das schwer. Oh, ist das schwer. Oh, mein Schnürsenkel war offen. Ach, ein Glück, dass es nur am linken Schuh war. Oh nee, am rechten Schuh ist der Schnürsenkel auch offen gewesen. Naja, man kann sich ja mal auf die Fresse legen. Zombies, bekomme ich ein bisschen Zeit, um meine Schnürsenkel zuzubinden? Nein? Okay. Mann, die haben echt keinen Respekt vor Pri Die haben keinen Respekt vor meiner Privatsphäre, diese Gurken. Was ist mit euch, Leute? Was ist mit euch, ihr verdammten Zombies? Meine Güte. Respektlose Bastarde. Was hätte ich jetzt eigentlich gemacht, wenn noch ein Zombie gekommen wäre? Wahrscheinlich gar nichts. Das sieht nicht gut aus. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Warum sage ich das eigentlich? Ich bin doch noch lange nicht umzingelt worden. Dann sieht das ganz anders aus. Wenn ich umzingelt werde, dann schreie ich. Weil das eigentlich fast nie passiert hier. Großartig. Ich werde meistens von der Seite vom letzten Zombie noch gehittet oder so, vom letzten Zombie des Trains und das oft genug, um zu sterben. Und das richtet mich dann meistens so auf. Ah, da ist noch einer über. Na, bist du der Letzte? Der Letzte seiner Art, dieser hässliche Vogel. Na gut, man darf ja auch mal Ausnahmen machen. Ach ja, schon fast vergessen. So, hier erstmal ein bisschen was platzieren. Gut. So, was haben wir noch zur Verfügung? Ja, die drei Waffen, die dürften eigentlich noch Abhilfe schaffen. So, erstmal schön mit der HS10 durch die Gegend laufen, falls mir einer entgegenkommt, dann kann ich den am schnellsten wegholzen. Oh, das war ein guter Treffer. Ich ziele jetzt erstmal auf Kopf. Was? Fäuste weggepustet. Oh. Immer geladen halten. Kommt rüber. Komm, sagt mal, kommt rüber. Kommt keiner mehr rüber. Okay. Kühlen Kopf bewahren. Das ist bei Rape Tramps am allerwichtigsten. Und jetzt haben wir schon wieder so einen Azlak Penetration Warrior hier. Oh. Ja. Max Ammo könnte auch nicht schaden, übrigens. Nur mal so nebenbei erwähnt. Oh. Zwing mich nicht dazu. Ein Insta-Kill. Ja, warum eigentlich nicht? Ich könnte aber auch auf die Erde abhauen. Ja. Ich finde, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Gordon. Willst du mich verarschen? Gordon ist ein Kollege von mir. Der wird mich niemals verfolgen. Ja. Ich kenne nämlich einen Gordon und der ist korrekt. Oh, das wäre jetzt unschön gewesen. Wäre ich da runtergefallen. Los, komm schon, Gordon. Gehe deines Weges. Peach. Komm schon, funktioniere! Nein!
Wenigstens kann ich jetzt auf die ganze Masse ballern. Immer zielen auf den Gordon. Oh Mann, man müsste das Controller-Geklacker jetzt die ganze Zeit gehört haben. Hoffe nicht, dass euch das zu laut war. Es gibt ja immer kritische Stimmen unter den Zuschauern. Gut. Ja, meine Achtsamkeit hat sich belohnt. Ausgezahlt, meine ich. Und jetzt heißt es nochmal Kiste suchen, ne? Ah, dich lasse ich noch ein bisschen am Leben. Du könntest mir nochmal nützlich sein.